Wunderschönen guten Abend zusammen zum heutigen Webinar Trends erfolgreich handeln. Ich sag mal im Forex Screener, ja, das Ganze zusammen mit dem Gründer von Forex Screener, CEO von Forex Screener, Manuel Lücke. Ich bin gespannt, was der Manuel uns heute mitgebracht hat. Wir haben ja diese monatliche Webinarreihe immer rund um den Forex Screener und die Funktionen des Tools. Ja, und jeden Monat ändern wir mal so ein bisschen ab, was das Thema und was der Schwerpunkt ist. Und heute sind es halt Trends. Ich bin gespannt, was der Manuel dazu mit dem Forex Screener gleich zaubern wird. Aber bevor wir hier den Bildschirm übergeben, einmal vorweg der Risikohinweis. Ja, Sie kennen es alle, das Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte verstehen Sie nichts davon, was der Manuel gleich screent, analysiert. Oder warum auch immer vielleicht auch handeln sollte, als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Ja, ganz gleich, was Sie sehen oder hören. Sie müssen am Ende immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ja, ganz wichtig vorweg zu sagen. Gut, dann übergebe ich jetzt mal hier den Bildschirm. Zack, zack, zack. Sage viel Glück, viel Erfolg, viel Spaß. Und wenn was sein sollte, Manuel, ich bin ja da. Sag einfach Bescheid. Super. Vielen lieben Dank für die Einleitung. Ja, von mir aus auch noch meinen schönen guten Abend. Freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind zu einem interessanten Thema, Trends und natürlich noch viel interessanter in Kombination mit einem Screening-Tool, mit dem Forex-Screener. Wir werden heute einerseits ein bisschen in die Theorie gehen, erklären, was sind Trends, wie man sie erkennt und darüber hinaus natürlich, wenn wir schauen, wie man mit dem Forex-Screener die Trends auch finden kann per Knopfdruck. Und wir schauen uns natürlich mehrere Setups zusammen an und werden mal schauen, ob da auch was Brauchbares dabei ist. Bevor es losgeht, eine kleine Vorstellung meinerseits. Mein Name ist Manuel Lücke. Ich bin schon seit langer Zeit an der Börse aktiv und das quasi nicht nur als Trader, sondern auch als Entwickler. Ich habe damals in meiner Karriere quasi angefangen als Informatiker zu arbeiten in einer Vermögensverwaltung. Da ging es um den automatisierten Handel ausschließlich mit Eigenkapital. Und das hat natürlich das Interesse geweckt, wenn man dort erstmal so mitbekommt, was man mit Software bewerkstelligen kann. Also, dass man Software entwickeln kann, die quasi vollautomatisiert handelt und aus dem Kapital einfach noch viel mehr Kapital macht. Von daher bin ich in der Schiene geblieben. Mein Interesse ist niemals verschwunden. Und irgendwann haben sich dann aber die Wege getrennt, sodass ich die Selbstständigkeit eingeschlagen habe und mittlerweile mit mehreren Projekten in der Trading-Szene aufgestellt bin. Das eine, worum es heute geht, der Forex-Screener, ein Tool, womit Sie den Markt eben nach verschiedensten Kriterien durchsuchen können, per Knopfdruck. Das werden wir uns nachher alles im Detail genauer ansehen. Und das zweite Projekt aus unserem Hause ist Top Trading Software. Es ist quasi eine kleine Agentur, wo wir auf individuelle Anfragen reagieren und Trading Software automatisieren. Also wenn Sie Handelssysteme benötigen, können Sie gerne auf uns zukommen. Wir werden es individuell für Sie entwickeln, aber auch darüber hinaus Copy-Trading-Software, Monitoring-Software, falls Sie quasi mehrere Konten überwachen wollen auf einen Blick oder sich Indikatoren entwickeln lassen wollen. Je nachdem können Sie einfach mal auf unserer Seite vorbeischauen, sich etwas Inspiration abholen und vielleicht werden wir schon zusammen das nächste Projekt starten. Die Agenda für heute, wie gesagt, wollen wir erstmal in die Theorie reingehen, klären, was ist ein Trend, was hat ein Trend für Eigenschaften, wie erkenne ich das Ganze und danach wollen wir das Ganze automatisch erkennen lassen. Also wir müssen jetzt nicht mehr die Trends selber in den Chart einzeichnen, sondern da gibt es schon einen sehr nützlichen Indikator dafür. Und Trends, also Trend ist nicht gleich Trend, denn übergeordnet oder auf verschiedenen Zeitintervallen besser gesagt, haben wir verschachtelte Trends. Also es kann immer mal sein, dass
ein kleiner Trend gerade nur ein Teil eines großen Trends ist. Und wenn man eindimensional denkt und sich einen Trend auf einem Zeitintervall ansieht, dann muss es nicht immer gleich eine Indikation für eine Handelsentscheidung sein. Das werden wir uns nachher im Zusammenhang anschauen. Und wenn wir dann alles quasi verstanden haben, dann schauen wir einmal direkt im Forex-Screener mit ein paar Trading-Setups, ob wir ja, etwas Handelbares finden, beziehungsweise wie wir den Forex-Screener einstellen können, damit wir etwas finden können und uns eventuell auch automatisch benachrichtigen lassen können bei der nächsten Trade-Gelegenheit. So, dann fangen wir mal an mit einem Bild. Das ist ein Ausschnitt von der Wirecard-Aktie. Sollte ja eben bekannt sein, die quasi ja, ihr Hoch erreicht hatte, danach ziemlich abgerauscht ist. Also da gab es ein Crash-Szenario, was sich über einen größeren Zeitraum abgespielt hat. Und manchmal bekommt man ja von Crashs, bekommt man das über News mit und schaut sich eventuell nicht mal den Chart an, sondern hat einfach so im Kopf, ja, da ist jetzt mal ein Crash passiert, guckt dann vielleicht etwas später mal auf den Chart und sieht, oh okay, der ist jetzt komplett gefallen, um 50% oder sogar noch mehr, wie in diesem Falle. Und was man aber vergessen tut, ist, dass der Crash meistens nie von 0 auf 100 ist. Das gleiche gilt natürlich auch für die entgegengesetzte Richtung. Also wenn wir irgendwie einen starken Boom haben, wie zum Beispiel in den Kryptowährungen, dann ist es nie von den einen auf den anderen Moment, sondern wir haben immer Zwischenstufen und wir haben quasi eine Struktur, wie das Ganze dort hingeführt wird. Und das ist in diesem Falle oder das ist in den meisten Fällen eine Trendstruktur. Und das kann man hier vielleicht mal sehen. Hier oben war unser Zenit, was wir erreicht hatten. Und bevor das Ganze komplett abgesackt ist, hat sich der Markt wie in so einem Zickzack bewegt. Also hat erstmal ein Tief gemacht, nochmal nach oben angetestet, dann wieder das nächste Tief gemacht, was irgendwie tiefer war. Und darauf folgt das nächste Hoch, nochmal ein kleiner Test. Und wir gehen quasi per Zickzack immer weiter nach unten. Und die Hochs, die kommen eben nicht mehr so weit. Was uns das jetzt oder wie uns das weiterhilft, ist folgendermaßen. Und zwar, wir müssen halt immer schauen, dass wir, wenn wir davon Wind bekommen, dass gerade sich ein Crash abspielt oder sich ein Crash abspielen könnte, und wir wollen uns gerne, ja, wir wollen gerne daran profitieren, dann ist das ja am Anfang meistens so, wir sehen, okay, unser Handelsinstrument ist gerade stark gefallen. Und sobald wir das aufmachen, das ist meistens dann hier unten, positionieren wir uns meistens irgendwie short. Und was passiert? Der Markt geht meistens immer in die andere Richtung. Man bekommt Panik. Das ist so eine typische Anfängersituation. Die meisten machen dann auch die Position erstmal zu, weil sie wollen dann halt, wenn sie hier short eingestiegen sind, nicht so viel verlieren. Und ja, dann geht der Markt nach oben, lässt die Position zu. Dann wird oben eine Long-Position eingegangen und der Markt dreht sich wieder in die andere Richtung. So, das ist quasi genau die falsche Herangehensweise. Wir müssen eben darauf aufpassen, dass wenn wir erkennen, so, wie der Trend quasi abläuft, und das gucken wir uns gleich mal danach an, wie die Struktur aufgebaut ist, dass wir nicht an dem Tief in einem Abwärtstrend einsteigen, sondern an einem Hoch, an einem tieferen Hoch sozusagen. Und oftmals ist es dann auch so, dass unsere Hochs oder Tiefs meistens auch auf einen Widerstand treffen. Und das ist quasi nochmal so der nächste Punkt. Wir haben einen Hoch in einen Abwärtstrend, der sich jetzt schon aufgebaut hat. Und wir wollen an einem Hoch einsteigen. Und wenn das Hoch zusätzlich noch an einem Widerstand ist, also wo der Kurs in der Vergangenheit schon mal abgeprallt ist von der anderen Seite, hoppla, dann wollen wir quasi an dieser Stelle den Einstieg vollführen. Und das sieht in diesem Beispiel natürlich ganz gut aus. Ich würde Sie dazu mal aufrufen, vielleicht einfach sich noch andere
Crash-Szenarien mal anzugucken, denn das Muster ist eigentlich meistens das gleiche oder sehr ähnlich. Natürlich nie wie im Bilderbuch, aber man kann eben schon oft einen guten Einstieg erkennen, wenn es soweit ist und wenn man sich dem Ganzen auch bewusst ist und dann auch die Ruhe bewahren kann in solchen Momenten. Ja, dann würden wir mal ins Detail gehen, nachdem wir jetzt geklärt haben, wozu wir die Trends eigentlich brauchen, da es ja doch eine sehr wichtige Struktur ist für uns im Trading. Und ich würde dir gerne mal erklären, wie man denn einen Trend, also ab wann ist denn ein Trend überhaupt ein Trend? Weil manchmal guckt man sich den Chart an, denkt, da ist ein Trend vorhanden und vielleicht ist es aber eigentlich nur eine Seitwärtsphase oder noch gar kein bestätigter Trend. Von daher, wir haben hier auf der linken Seite einen Aufwärtstrend, der sich gerade ausbildet. Der geht hier quasi los im Ursprung und macht erstmal eine impulsive Bewegung nach oben, scheitert dann an einem Widerstand und korrigiert erstmal. Also wir haben erstmal ein Hoch ausgebildet, danach haben wir eine Korrektur. Und wichtig ist jetzt, dass diese Korrektur nicht weiter fällt als unser Ursprung des Trends, also das Tief, was quasi davor schon mal, was wir davor schon mal gesehen haben, sondern wir haben hier ein höheres Tief als den Ursprung. Und was uns jetzt im letzten Step noch fehlt, ist quasi, dass das neue Hoch, was nach der Korrektur kommen wird, dass das unser altes Hoch überbieten wird. Und zwar haben wir jetzt hier den Widerstand des alten Hochs und man kann sehen, der Markt überbietet eben dieses Hoch. Und ab diesem Zeitpunkt kann man eben davon sprechen, dass unser Trend begonnen hat. So ist quasi die Definition eines Trendes, eines Aufwärtstrendes. Und für den Abwärtstrend kann man das Ganze einfach umdrehen. Wir haben ein Hoch, wir haben ein Tief. Hier ist natürlich ein Tief gemeint. Und wir haben hier ein tieferes Hoch. Und sobald unser letztes Tief durchbrochen wird und wir ein tieferes Tief ausbilden, so haben wir einen intakten Abwärtstrend. Das ist quasi der Anfang eines Auf- bzw. Abwärtstrends. Wie das Ganze in der Realität aussieht, das habe ich Ihnen mal hier aufgezeigt, auch nochmal für beide Seiten. Das Ganze wird auch dargestellt mit einem Indikator, den Zickzack-Indikator, den schauen wir uns auch gleich mal an, im MetaTrader. Der hilft für eine Trenderkennung. Und wer jetzt hier einmal genauer hinschaut, der könnte auch anfangen zu hinterfragen, naja, aber wir haben noch beispielsweise hier auch einen Hoch. Warum wird das dann quasi nicht mitgezählt? Und warum geht die Linie nicht von dort an erstmal runter und dann wieder hoch? Und dann könnte man auch in Frage stellen, ob dieses Hoch eventuell auch höher ist als das zuvorige lokale Hoch und ob das Ganze dann überhaupt ein Trend ist. Und hier läuft man schnell in die Problematik bzw. in die Frage rein, wie erkennt man denn ein Hoch und ein Tief? Und darauf gibt es so gesehen keine pauschale oder keine eindeutige Antwort. Da gibt es mehrere Definitionsarten. Im Endeffekt müssen Sie das für sich definieren oder Sie müssen sich einer Definition annehmen. Oftmals ist es eben so, dass man die Sachen relativ eindeutig im Chart erkennt, also dass man es einfach für sich selber visuell festlegt. Und die anderen Optionen sind quasi, wir nutzen einen Indikator wie den Zickzack-Indikator, den ich Ihnen gleich noch zeigen werde, der jetzt in diesem Fall auch hier benutzt wurde. Der macht die Trenderkennung so gesehen automatisch, heißt, er hat einen eigenen Algorithmus, wann er sagt, dass es ein Hoch ist, dass es ein Tief ist und auch entsprechend, wann er die nächsten Hochs oder Tiefs ignorieren wird und nicht mitzählen wird. Und dann gibt es zum Beispiel noch einen weiteren Ansatz. Das wäre zum Beispiel, könnte man sagen, ein Hoch ist immer dann ein Hoch, wenn die umzingelnden Kerzen, also die Kerzen drumherum, ein jeweiliges tieferes Hoch haben. So dass wir sagen, ja, ist jetzt ein eindeutiges Hoch, weil sticht eben heraus, ist höher als die Hochs drumherum. So, und im Endeffekt,
Ja, bitte. Weil dazu jetzt eine Frage reingekommen ist. Ist das auf Tageskerzen oder geht das auch bei 5 Minuten Trends? Das ist auf ein Zeitintervall gleich, wie man das Ganze bestimmt. Also sowohl die eigene Herangehensweise als auch den Indikator. Jetzt in dem Bild, glaube ich, waren es 5 Minuten Kerzen gewesen. Und ja, das sieht man eigentlich hier. Also ist ein kleineres Zeitintervall, weil hier sieht man die Markierung des Tages und hier sind entsprechend mehrere Kerzen dahinter. Also ich glaube, das war irgendwas auf Minutenbasis. Screenshots. Okay. Jetzt kommt direkt die nächste Frage dazu. Wie definiert denn der Indikator die Hoch- und Tiefs? Das werde ich gleich mal zeigen. Das zeigen wir Okay, gleich mal. easy. Machen wir gleich mal im Anschluss noch. Genau. Ich glaube, zu der Folie habe ich auch nicht mehr so viel zu sagen. Doch, ich wollte noch von einer Herangehensweise noch mal kurz anschneiden, von der ich auch gehört habe, die auch ganz gängig ist, und zwar, wenn wir quasi einen Tief haben und wir sind jetzt auf der Suche des nächsten Hochs, dass beispielsweise mindestens 4 grüne Kerzen sich ausgeprägt haben müssen, damit ein nächstes Hoch kommt. Damit quasi, also im Endeffekt ist es auch nur so eine Art Filter, damit man sagt, das nächste Hoch soll nicht so dicht dran sein an dem letzten Tief. Also ja, zusammenfassend nochmal, es gibt verschiedene Herangehensweisen, um Hochs und Tiefs zu definieren. Und Sie müssen für sich festlegen, wie Sie das Ganze eben tun. Der einfachste Weg ist mit einem Indikator. Und das werde ich Ihnen jetzt gleich mal zeigen im MetaTrader. Und zwar haben wir, wenn ich mich nicht irre, sollte es ein Standardindikator sein. Das heißt quasi, wenn Sie den MetaTrader 5 installiert haben, finden Sie im Navigatorfenster unter Indikatoren den sogenannten Zickzack-Indikator. Und den können Sie per Doppelklick einfach anwenden auf den Chart oder das Ganze einfach reinziehen. Und hier haben wir verschiedenste Parameter. So, mit denen können wir vielleicht auch mal ein bisschen rumspielen, um das Ganze mal einfach zu zeigen. Ich lösche mal den Indikator raus. So sieht der nackte Chart aus. Ziehe ich das Ganze mal rein. Und ja, ich setze einfach mal diesen Parameter auf 3. Und jetzt verändere ich den Parameter gleich mal fürs Verständnis. Also wir gucken uns erstmal nochmal kurz den Chart an. Man sieht, es ist jetzt ja, relativ grob erkannt worden. Also man sieht auch, es werden hier ein paar Extremen ignoriert, rausgefiltert, weil es einfach nicht in den Algorithmus hineinpasst. Und wenn wir jetzt in den Zickzack-Indikator reingehen und uns die Zahlen einfach mal verändern, dann kann man sehen, dass im Hintergrund gleich der Indikator sich anders zeichnen wird. So, okay, das hat jetzt in dem Falle nicht getan. Machen wir hier mal statt der 12 eine 6. Okay, ich glaube, der Indikator spinnt gerade. Nochmal. So sieht das Ganze standardmäßig jetzt aus auf dem EURUSTABLER H1. Und ich werde mal die Zahlen jetzt ändern. Und hoffen, dass er sich jetzt, okay, jetzt hat er sich neu gezeichnet. Und ja, er ist jetzt, also die Darstellung hat sich jetzt gerade verändert. Ich kann ja noch mal daneben einfach den Chart legen, damit man das Ganze zusammen vielleicht mal betrachten kann. Genau. Also man kann jetzt die beiden rechten Fenster sich mal angucken und man sieht, aufgrund der verschiedenen Parameter wird das Ganze jetzt anders dargestellt, also die Trenderkennung. Also hier haben wir beispielsweise auf der rechten Seite das Hoch, was ausgelassen wird, wird rausgefiltert. Dann haben wir hier beispielsweise schon einen gelben Punkt auf der linken Seite, also das Tief, das einfach schon festgemacht wurde. Und das hängt einfach von den Parametern ab, die man übergibt. Und da gibt es verschiedene. Ich kann sie gerade im Detail nicht erklären, da müsste ich selber mal in die Dokumentation gucken. Aber es liegt quasi immer daran,
Der Indikator, der zeichnet sich beispielsweise, der zeichnet sich neu, also wenn die Kerze noch nicht abgeschlossen ist und er macht gerade ein neues Hoch, dann würde er beispielsweise das Hoch, wenn es noch weiter nach oben geht, würde er diesen Punkt ja bezeichnen. Und so kann es aber auch sein, dass wir jetzt, wie auf dieser linken Chartseite, hätten wir zum Beispiel in der nächsten Kerze ein Tief, was sich noch weiter ausbilden wird. Und entsprechend würde dieser gelbe Punkt korrigiert werden, also er würde entfernt werden. Und angenommen, wir machen jetzt hier ein weiteres Tief, dann würde er neu gezeichnet werden an dieser Stelle. Und jetzt kann man eben sagen, ja, woran macht man es denn fest, ob er jetzt dagelassen wird oder ob der Punkt neu gezeichnet wird? Und das liegt an den Parametern, zum Beispiel, wie weit gucke ich denn nach hinten, ob mein Extremum jetzt übertroffen wurde oder untertroffen wurde. Und in den Parametern hat man jetzt beispielsweise das Feld Backstep, das ist hier, ja, da muss man ein bisschen genauer hingucken. Backstep heißt dann quasi so weit zurückgucken für drei Kerzen und er würde entsprechend immer drei Kerzen halt zurückschauen. Jetzt könnte man auch das Ganze ja entsprechend anpassen, umso kleiner, umso, also je nachdem, wie man die Zahl anpassen würde, würde man dann eben feiner die Trends finden oder gröber die Trends finden und Hoch- und Tiefpunkte auslassen. Sozusagen. Okay. Also ich würde zum Anfang, wenn man jetzt anfängt mit dem Indikator, vielleicht erstmal mit den Standardwerten rumexperimentieren, weil die Default-Werte sind schon ganz gut eingestellt. Und wenn man etwas erfahrener ist, kann man ja die Parameter mal anpassen und gucken, ob die Trends für einen dann eben besser erkannt werden. Im Forex-Screener, was ich gleich zeigen werde, unser Screening-Tool, womit wir die Trends automatisch suchen können oder den Markt danach scannen können, da ist auch der Zickzack-Indikator hinterlegt und hat eine eigene Konfiguration, also nicht mit Standardwerten, sondern ein gutes Maß zwischen, es werden so kleine Kursausbrüche, die eben nicht so viel dazu beitragen, ignoriert und trotzdem werden die Trends eben ganz gut erkannt und das Ganze ist fein genug sozusagen. Okay, dann schauen wir mal, was hier noch kommt. Ja, hier noch vielleicht ein Hinweis, und zwar, wenn es darum geht in der Thematik Trends, dann findet man oft auch diese Bezeichnungen oder diese Zahlenwerte 1, 2, 3. Um die jeweiligen Hochs und Tiefs zu beschriften oder zu kennzeichnen. Und die gängige Zählweise ist eben unser Ursprungspunkt, also in dem Fall unser Ursprungshoch, ist eine 1, unser Ursprung, und das nächste Tief bekommt dann eben die 2 als Zahl. Dann haben wir das nächste Hoch, die 3, und dann wechselt sich die 2 und die 3 nur noch ab und wiederholen sich immer wieder. Wenn es jetzt dazu kommt, also wir haben jetzt einen intakten Abwärtstrend, weil wir einfach immer tiefere Hochs haben und tiefere Tiefs haben und es bleibt so lange ein Trend, bis das Hoch quasi irgendwann mal gebrochen wird. Und das haben wir in diesem Moment quasi erreicht. Wir haben hier ein Tief, was unser Tief nochmal unterbietet. Das heißt, hier haben wir, bis hierhin haben wir noch den Abwärtstrend. Und dann wird aber irgendwann unser Hoch, was zum Abwärtstrend gehört, wird überboten. Und da spricht man von einem Trendbruch. Also der Trend ist sozusagen kaputt gegangen. In dem Zustand ist das Ganze erstmal trendlos auf dieser Dimension. Bis hier. Bis zu diesem Zeitpunkt, denn was hier passiert ist, wir haben einen neuen Aufwärtstrend, der sich jetzt ausbildet. Also wir haben ja entsprechend wieder unseren Punkt 1. Der Punkt 2 des Abwärtstrends wird zum Punkt 1 des Aufwärtstrends und der Aufwärtstrend startet eben, indem wir ein Hoch haben, was unser letztes Hoch überboten hat. Und ein Tief haben, was unser letztes Tief überboten hat.
Und ja, ab diesem Zeitpunkt haben wir den Aufwärtstrend. So, und dann würde ich mal sagen, würde es Sinn machen, wenn wir einfach mal in den Forex-Screener hineingehen und mal gucken, wie wir solche Strukturen automatisiert finden können und uns anzeigen lassen können. Denn dafür sind wir heute Abend alle hergekommen. Und ja, ich habe jetzt hier im Hintergrund schon mal den Forex-Screener geöffnet. Das ist unser Screening-Tool. Das gibt es auch gratis für alle FX-Flat-Kunden. Sie können sich einfach einen Gratis-Zugang beantragen, entweder auf unserer Webseite oder auf der Webseite von FX-Flat. Und wir haben hier verschiedene Sektionen. Einmal haben wir so Basic-Filter. Da haben wir auch so Standard-Indikatoren drin, wie den RSI, Bollinger-Bänder, ja, alles Mögliche, was man eben so aus der Indikator-Sektion findet im MetaTrader. Und wir haben hier aber auch noch speziellere Sektionen, Sachen, für die es teilweise auch keine Indikatoren gibt, da es sich um Eigenentwicklungen handelt aus unserem Hause. Und so kommt es eben dazu, dass wir auch eine Kategorie oder eine Sektion Trendfilter haben. Und hinter diesen Elementen verstecken sich immer Gruppen. Eine Gruppe umfasst mehrere Filter und wenn man das Ganze aufklappt, dann findet man entsprechend mehrere Filter. Jetzt haben wir diesen Filter, der nennt sich Trendrichtung und wir können jetzt sagen, wir wollen diesen Filter anwenden auf den Abwärtstrend. Also das heißt im Endeffekt, wir wollen uns alle Symbole anzeigen lassen, die sich gerade in einem Aufwärtstrend befinden. Und im Endeffekt heißt es quasi, unser Symbol muss in diesem Aufwärtstrend mindestens diesen Punkt überwunden haben. Und solange es sich danach auch noch in dem Aufwärtstrend befindet, also es könnte ja auch so einfach weiterlaufen, egal an welchem Punkt, würde das jetzt erstmal so gefunden werden. Jetzt können wir einfach mal hier hineinschauen, sehen unten in der Vorschau die Ergebnisse und können mit dem Add-on das Ganze im Hintergrund auch einmal öffnen. So habe ich das jetzt einmal öffnen lassen, automatisiert. Und wir können jetzt sehen, ja, unser Zickzack-Indikator ist angewandt. Wir haben hier einen Tiefpunkt, einen Hochpunkt, einen höheren Tiefpunkt und einen höheren Hochpunkt. Und das ist entsprechend nach unserer Definition ein Aufwärtstrend. Jetzt könnte man auch sagen, ja, in der aktuellen Lage möchte ich aber gar nicht so nach Aufwärtstrend suchen, sondern vielleicht eher nach Abwärtstrend. Und dann schauen wir vielleicht mal hier rein. In diese niederländische Aktie. Und man kann schon sehen, das ist jetzt gerade der Wochenchart, man kann sehen, wir haben hier das Hoch, wir haben hier den Tiefpunkt, einen tieferen Hochpunkt und einen tieferen Tiefpunkt. Die sind nicht weit auseinander, aber wenn man sich das Ganze genauer angucken würde, dann könnte man sehen, der liegt eben ein Stückchen tiefer als dieser Tiefpunkt. Hier wäre es auch so, dass nach unserer Definition der Abwärtstrend erst hier losgeht, weil an diesem Punkt haben wir quasi auch erstmal einen Trendbruch gehabt. Also wir haben hier einen Abwärtstrend, der läuft bis hier, beziehungsweise bis hier, weil unser Hochpunkt gebrochen wird von einem höheren Hoch und der Markt entsprechend nochmal neu angesetzt hat, könnte man so sagen. Und danach haben wir erstmal eine Abwärtsflaute seit mehreren Wochen. Okay, das sind erstmal so Basic-Filter sozusagen. Jetzt könnte man auch im nächsten Schritt überlegen, ja, vielleicht möchte ich jetzt Trends finden, die schon länger in einem Auf- oder Abwärtstrend sind. Oder ich möchte einen Trend finden, der erst sehr frisch in einem Trend ist. Also der soll seinen Trend jetzt gerade erst ausgebildet haben, damit ich entsprechend von Anfang an mit dabei sein kann. Und dafür haben wir eine weitere Gruppe, die nennt sich Anzahl Trendpunkte. Und hier könnte man jetzt sagen,
Die Anzahl der Trennpunkte, also unsere Zählweise, die wir hier einmal aufgeführt haben, die wird jetzt einfach weitergeführt. Also wir haben unsere Zählung jetzt nicht nur bis 1, also von 1 bis 3, sondern nach der 3 kommt jetzt einfach die 4, dann kommt die 5, dann kommt die 6 und immer so weiter, sodass wir hier genauestens definieren können, wie viele Punkte soll denn unser Trend haben. Also wir können zum Beispiel sagen, er soll ganz genau 4 Punkte haben. Dann würden wir entsprechend, können wir mal reinschauen. Genau, haben wir jetzt hier einen Abwärtstrend, der quasi hier oben losgeht. Und wir sind jetzt im Punkt 4 angelangt. Und solche Konstellationen, also das ist jetzt gerade ein bisschen gestaucht, da ist nicht viel Bewegung drin. Aber wenn wir jetzt solche Konstellationen haben und es hier vielleicht ein bisschen weiter auseinander wäre, so, und wir haben einen Markt, der kommt von unten, ist hier quasi auch in einem Aufwärtstrend und es kommt dazu, dass wir einen Bruch haben des Aufwärtstrendes, da wir einfach ein tieferes Hoch haben und jetzt auch ein tieferes Tief haben. Dann ist immer ein Sweet Spot zum Einsteigen der Punkt, wo das letzte Tief einfach nochmal angelaufen wird. Denn da haben wir ja einen Widerstand. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, der Markt, der würde jetzt, ja, sagen wir mal so aussehen. Die rote Zeichnung. Dann hätten wir quasi dieses Hoch, was ich hier eingezeichnet hatte, auf der Höhe von eben der anderen Seite, was wir jetzt anlaufen, also von unten das Anlaufen. Und das wären immer optimale Punkte, um in einen Abwärtstrend mit einzusteigen. Wie wir solche Szenarien im Detail finden, das würde ich dann natürlich auch nochmal aufzeigen. Ich habe ja noch ein paar Trading-Strategien quasi mitgebracht. Und genau, würde jetzt hier vielleicht nochmal ein paar Filter erklären. Und danach zeige ich Ihnen die Trading-Setups, die Sie quasi auch handeln können. Okay, Manuel, was? Ja, bitte. nur kurz eine Frage bezüglich des Zugangs. Mir schreibt jemand, ein Teilnehmer, er hat wohl ein paar Mal ein falsches Passwort eingegeben. Es kommt immer die Meldung, Your IP-Address has been banned from the site. You are not allowed to access this page. Hast du das schon mal gehört? Sagt dir das was? Ja, das kann mal vorkommen. Das liegt an unserem Hosting-Provider sozusagen, wo eine IP, also ein Firewall ist für solche Brute-Force-Versuche. Und einfach mal an unseren Support eine Mail schreiben mit der E-Mail-Adresse, dass wir das einfach aufheben können für die IP. Dann ist das kein Problem. Okay, perfekt, danke. Okay. So, dann würde ich jetzt noch mal kurz die restlichen Filter durchgehen für unsere Trends. Im Endeffekt möchte ich Ihnen vermitteln, wonach Sie denn screenen können, also was für Möglichkeiten Sie haben, dann auch in Kombination. Und wenn Sie das dann einmal alles wissen, können Sie sich Ihre eigene Strategie mit dem Screener zusammenbauen. Punkt 1. Und danach habe ich ja auch noch die Strategien, wie ich zeige, wie Sie die Sachen entsprechend kombinieren können, beispielsweise. So, und zwar haben wir jetzt noch drei Gruppen vor uns. Wir haben ja einmal den letzten Trendpunkt. So, hier können wir einfach sagen, der letzte Trendpunkt, der jetzt eingezeichnet wird in dem MetaTrader mit dem Zickzack-Indikator, soll ein Hoch sein oder ein Tief sein. So, in diesem Falle wäre es jetzt ein Tief gewesen. Wir können jetzt aber auch sagen, soll ein Hochpunkt sein und dann wird eben der Markt durchsucht nach allen Assets, die einen Trend haben mit einem Hochpunkt als letzten Punkt. Dann haben wir die nächste Gruppe. Das sind quasi zwei ähnliche Gruppen. Und zwar kann man hier sagen, wir wollen prüfen, wie weit der letzte Hochpunkt oder der letzte Tiefpunkt entfernt ist von der aktuellen Kerze angesehen. Man könnte jetzt halt hier auswählen, dass wir quasi in der aktuellsten Kerze gerade einen Hochpunkt haben. Können wir uns ja mal eben auch ansehen. Ich stelle mal ein, dass wir eben einen aktuellen Hochpunkt haben sollen auf dem Punkt H1
Und wir wollen auch einen Aufwärtstrend haben. Und dann schauen wir hier mal kurz rein. Und jetzt sehen wir eben genau dieses Szenario. Also unsere aktuelle Kerze, was ich ausgewählt habe in diesem Filter, ist ein Hochpunkt. Und ja, so hätte man immer die Möglichkeit, zu schauen, ob beim Rauszoomen beispielsweise dieser Punkt eventuell auf einen Widerstand trifft, in der Nähe eines Widerstandes ist, damit man sich schon mal für die Korrektur bereithält, sozusagen. Ja. Und natürlich, ja, was dafür eben spricht für den Short-Einstieg, wenn man dann eben so auf so eine Korrektur trifft oder Widerstand trifft, ist dann auch der weite Abstand. Also wie lange ist der Markt hier schon gelaufen, ohne dass er jetzt noch mal korrigiert hat, weil da baut sich ja entsprechend dann auch der Druck auf und die Strecke, die er dann hingelegt hat, die wird er dann erstmal auch erstmal korrigieren bis zum nächsten Widerstand, den er finden wird. Okay. Das ist quasi diese Gruppe und ja, Trend-Tiefpunkt vor X-Kerzen ist quasi genau das Gleiche, nur eben für Tiefpunkte, dass man sagt, der aktuelle Tiefpunkt soll die aktuelle Kerze sein oder beispielsweise eben vor zwei Kerzen sein, also dass man eben ein bisschen Abstand hat seit dem letzten Tiefpunkt oder Hochpunkt. So, dann haben wir erstmal die Erklärungen alle durch. Und ich würde sagen, dann schauen wir uns vielleicht mal das erste Setup an. Die Verschachtelung können wir uns danach auch noch ansehen. Da gibt es ja auch ein Setup dafür. Genau, ich gucke mal kurz, welches Setup hier gerade am besten passt. Und zwar, genau, ein Trading-Setup, wo wir einen Aufwärtstrend haben und wenn man sich jetzt nur den Chart anguckt oder dieses Bildchen anguckt, ja, das mit dem Trend erkennt ja jetzt jeder, höheres Hoch, höheres Tief. Und was jetzt neu hinzukommt, ist quasi dieser Widerstand. Und man kann jetzt sehen, so ein typisches Muster ist, dass der Markt quasi ein neues Hoch gemacht hat, dann korrigiert. Und wir wollen jetzt in der Korrektur darauf warten, dass wir an so einem Widerstand sind. Und dann einsteigen in den Aufwärtstrend. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man so einen Widerstand definieren kann. Also das können entweder Preismarken sein, das können auch Pivotpunkte sein, das können auch lokale Hochs oder Tiefs sein, die jetzt vielleicht vom Forex-Screener nicht erfasst wurden, aber die man in der Historie sieht. Und das kann aber auch ein Tageshoch oder Tagestief sein, wie in diesem Trading-Setup-Beispiel. Und man sieht ja hier die gestrichelten Linien. Das stellt jetzt beispielsweise oder stellt jetzt den Tag dar, sodass wir an diesem Tag hier unser Hoch haben und jetzt am nächsten Tag bei unserem Tief und quasi Korrekturpunkt genau auf dieses Hoch treffen. So. Und dieses Setup kann man im Forex-Screener, danach kann man suchen. Ich würde mal schauen, ob wir die Filter so eingestellt bekommen. Und zwar müssen wir natürlich im ersten Schritt erstmal sagen, dass wir einen Aufwärtstrend haben wollen. Und in unserer Trendfilter-Sektion, wir wollen einen Aufwärtstrend haben. Und jetzt könnte man sagen, dass der letzte Trendpunkt, den wir haben wollen, das soll ein Tiefpunkt sein. So, das heißt quasi, alles, was jetzt hier hinter folgen würde, da würden wir uns irgendwo befinden, weil es noch kein weiteres Hoch gibt. Nächstes Hoch würde jetzt hier gemacht werden. Und bis dorthin wäre unser letzter Punkt ein Tief und wir können uns irgendwo auf dieser Strecke quasi befinden, indem wir den Screener so einstellen, wie ich ihn jetzt eingestellt habe. Jetzt können wir mal gucken, was wir dazu erstmal finden und danach den Filter entsprechend noch anpassen. So, ich schaue mal hier rein in die Vorschau. Das sieht vielleicht, könnte interessant aussehen. Es ist leider schon etwas zu weit gelaufen.
Hier wäre die Idee gewesen, dass wir hier quasi den Widerstand haben, also eine Widerstands-Area haben. Und wenn jetzt der, ja, von dem Hoch angesehen das Tief dort reingelaufen wäre, hätte man hier auch mal überlegen können, ob man den Versuch tätigt, quasi diesen Widerstand zu handeln. So, das wäre jetzt ein Setup, was in diesem Sinne nicht so gut gelaufen ist. Aber uns fehlt auch noch eine Komponente, und zwar das Vortageshoch. Und das würde ich jetzt hier mal in die Suche mit eingeben. Einfach das Hoch, Distanz zum Hochtief. Da verbergen sich eben wieder weitere Filter. Und man könnte jetzt sagen, die Distanz zum Vortageshoch, die soll entsprechend gering sein. Also kleiner als 0,02 heißt, er ist quasi direkt dort dran. Wenn man den Ganzen etwas mehr Raum geben möchte, dann könnte man es auch auf 0,1 einstellen. Und wir können jetzt gleich mal schauen. Ich erkläre es auch mal an dem Bild kurz. Wir haben jetzt quasi mit diesem Filter definiert, wie weit ist der Abstand von diesem Widerstand, also unser Vortagshoch. Und dann ist je nachdem der Abstand zum Vortagshoch ja, über 0,1% oder eben 0,02%, was so dicht dran wäre. Im besten Falle ist der Abstand natürlich 0%, was dann eben genau auf dieser Linie wäre. Und jetzt können wir mal reinschauen, ob das Ganze eben, ob wir damit was finden. Und wir haben entsprechend gerade 17 Treffer, sodass ich den Filter noch ein bisschen enger einstellen kann. Okay, jetzt haben wir 10 Treffer und wir können uns mal anschauen, ob wir hier was Vernünftiges finden. Nehmen wir einfach mal das erste, den ersten Fund. Okay, das sieht jetzt ja nicht super attraktiv aus. Also unsere Konditionen, die treffen erstmal alle zu. Weil wenn man sich das Ganze hier so ansieht, man kann erkennen, die Tage, die werden eben vertikal getrennt. Wir haben von unserem Vortag, haben wir diese orangene Linie, das ist unser Hoch. Und das wird quasi hier gekennzeichnet. Und wir haben gesagt, wir wollen in einem Aufwärtstrend sein. Das Ganze geht entsprechend hier los. Und unser aktueller Trendpunkt ist jetzt ein Tiefpunkt. Das trifft entsprechend auch zu. Und unsere letzte Bedingung, die wir gerade noch eingeführt haben, ist, dass unser Kurs entsprechend dicht am Vortagshoch dran sein soll. So, das Vortagshoch liegt ja hier. Und der aktuelle Kurs ist eben hier, sodass wir ja kleiner als 0,02% sogar davon entfernt sind. Warum ich dieses Setup hier jetzt beispielsweise nicht handeln würde, ist, weil das Hoch, welches sich über dem Vortagstief ausgebildet hat, das ist ja nicht zu weit weg. Also es könnte sein, dass sich hier gerade eine Range ausbildet, quasi eine Art Widerstand, wo er reinläuft. Und wenn man einmal nach links guckt, dann spricht diese Ecke hier quasi auch dafür. Eine Art Widerstands-Area, die nochmal angetestet wird. Und dass er jetzt den Widerstand als Sprungbrett nimmt, um beispielsweise das nächste hoch zu machen, das halte ich hier für ein bisschen unwahrscheinlich. Einfach aufgrund, ja, wie das Ganze eben aussieht sozusagen. Die Korrektur, die ist ja auch sehr klein. Das heißt, er wird wahrscheinlich erstmal nochmal nach unten gehen und von oben antesten, den nächsten Widerstand, der wahrscheinlich so in dieser Area liegt. Und danach, wenn dann das nächste hoch machen. So, deswegen würde ich dieses Setup hier so nicht handeln. Von den Bedingungen her hat jedoch alles zugetroffen. Okay. Vielleicht schauen wir mal rein, ob wir noch ein anderes Setup so finden würden. Aber das sieht mir in der Vorschau gerade alles nicht so gut aus, muss ich sagen. Also es kann eben manchmal sein, dass die Bedingungen zwar alle zutreffen, man kann es sich dann angucken,
aber entsprechend der Markt in der Realität noch zu viel Gegenargumente bringt, als dass man jetzt dort einen Trade-Einstieg machen sollte. Denn man sollte sich bei den Einstiegen natürlich immer sehr sicher sein. Nee, es sieht auch nicht gut aus. Ich würde sagen, dieses Setup würden wir jetzt einfach mal nicht handeln wollen und wir schauen uns mal das nächste Trading-Setup an, denn wir haben ja noch zwei weitere im Petto. Und genau, bei dem nächsten Trading-Setup geht es um Verschachtelungen. So. Und ich habe ja schon am Anfang ein bisschen angekündigt, dass man die Trends sich auch auf mehreren Zeitintervallen ansehen kann. Und die türkise Linie, die ist jetzt beispielsweise auf unserem Zeitintervall H1 und das ist ein Aufwärtstrend. So, warum? Das haben wir schon besprochen. Das erkennt jetzt natürlich jeder. Und wenn man jetzt in so einem H1-Zeitintervall ein bisschen weiter reinzoomen würde oder vielleicht auch das Zeitintervall wechselt und auf M15 geht oder M5 geht, dann hat man natürlich noch mal eine andere Struktur und die wird eben dargestellt durch diese grüne Linie und die rote Linie. Das Ganze soll eben zeigen, dass innerhalb eines Aufwärtsimpulses auf dem H1-Trend gibt es eben auch untergeordnete Trends auf dem Zeitintervall M15. Und so stellt es sich eben dar, dass die Korrektur auf M15, die rote Linie quasi, auch ein Abwärtstrend ist innerhalb des Aufwärtstrendes von H1. So haben wir quasi eine Verschachtelung. So, und das muss man erstmal wissen und verstehen. Ist an sich auch nicht so schwer zu verstehen. Man muss sich nur mal die verschiedenen Zeitintervalle angucken. Dann wird man das auch so sehen. Und jetzt ist aber die Frage, wie kann man dieses Wissen dann quasi ausnutzen? Wie kann ich mir denn da einen Vorteil erschließen? Und das soll diese Zeichnung einmal darstellen. Und zwar haben wir wieder ja quasi das gleiche Bild, den übergeordneten Trend Türkis. Und dann haben wir in diesem Bereich hier quasi den untergeordneten Trend. Und wir haben ja schon mal gesagt, dass der Trendbeginn in dem Moment liegt, wo das Hoch überschritten wird. Also der Aufwärtstrend wird dann zum Aufwärtstrend, wenn es ein höheres Hoch gibt und natürlich auch ein höheres Tief gibt. Und jetzt könnte man eben als Strategie so herangehen, dass man sagt, ich suche mir jetzt genau diesen Moment hier heraus, weil dann weiß ich, übergeordnet bin ich ja sowieso schon in einem Aufwärtstrend und jetzt startet ja ein neuer untergeordneter Aufwärtstrend, sodass ich halt versuchen kann, dort von Anfang an mit dabei zu sein, bis dieser untergeordnete Aufwärtstrend eventuell irgendwann mal gebrochen wird, was quasi hier der Fall ist. Und ja, der Einstieg wäre somit klar. Wie man dann den weiteren Verlauf handelt, das ist nochmal eine andere Geschichte sozusagen. Ob man dann einfach den Stop-Loss nachzieht immer für das nächste Tief, dass man dann halt rausfliegt mit dem Trendbruch. Oder da gibt es ja auch verschiedene Trailing- oder Stop-Loss-Strategien, die man eben nutzen kann. Beziehungsweise wäre eine gute Ausstiegsmöglichkeit natürlich auch, wenn wir in dem Aufwärtsimpuls sind des übergeordneten Trends und wir stoßen jetzt auf einen Widerstand, der sich in der Kurshistorie schon mal abgezeichnet hat. Wie man das Ganze darstellt, das kann man mit dem Forex-Screener auch machen, dass man danach sucht. Das ist auch ein bisschen komplizierter und ich hoffe mal, dass ich das ja gut erklären kann für Sie jetzt. Und zwar habe ich Ihnen ja schon die Trendfilter-Sektion gezeigt. Hier unten. Und wir haben ja immer diese Gruppen. Ich habe quasi immer das erste Gruppenelement nur genommen. Also in der Trendrichtung habe ich gesagt Aufwärtstrend. Und jetzt gibt es aber noch weitere Filter für die Trendrichtung beispielsweise. Und jetzt wäre die Frage, ja, wofür sind denn jetzt die anderen Filter? So, das sieht man hier in Klammern dahinter. Kann man quasi explizit sagen, dass für den Zeitintervall H1 ein Aufwärtstrend oder Abwärtstrend eben bestehen soll?
sodass wir quasi zwei Zeitintervalle gleichzeitig ansprechen sollen oder können. Und wir müssten jetzt, wenn wir dieses Konstrukt einmal im Forex-Screener nachbilden wollen, dann müssten wir quasi erstmal definieren, dass wir auf dem H1-Zeitintervall beziehungsweise in dem übergeordneten Zeitintervall einen Aufwärtstrend haben. Und das machen wir, indem wir diesen Filter Trendrichtung H1 Aufwärtstrend aussuchen. So, jetzt müsste man sich wieder überlegen, was ist das nächste Kriterium, was wir haben wollen? Hier haben wir quasi auch einen Tief von dem H1, was auch der Beginn für den untergeordneten Trend ist. Und wir könnten jetzt sagen, dass der letzte Trendpunkt in unserem H1-Zeitintervall ein Tief sein soll. So, und die Option haben wir quasi im Forex-Screener auch. Also gehen wir in die Gruppe, letzter Trendpunkt H1 soll ein Tief sein. Dann hätten wir das Ganze von den Kriterien schon mal so weit eingegrenzt, dass hier, wo das nächste hoch käme, also diese Strecke, da würde er gar nicht suchen bei den ganzen Handelsinstrumenten, weil wir haben ja gesagt, das letzte soll ein Tief sein, also alles, bis dann quasi das nächste hochkommt, in diesem Abschnitt würde er jetzt den Markt scannen. So, jetzt müssen wir das Ganze noch weiter eingrenzen, indem wir sagen, jetzt wollen wir untergeordnet gucken, wie wir das finden können, also genau diesen Punkt hier finden können. Und jetzt müssen wir sagen, dass wir untergeordnet auch einen Aufwärtstrend haben wollen. Das machen wir quasi, indem wir hier Trendrichtung, und der würde jetzt auch auf allen anderen Zeitintervallen gucken, nach der Trendrichtung. Und um das Ganze einzuschränken, also um zu sagen, explizit möchte ich, dass der untergeordnete Trend auf M15 sein soll, kann ich das hier oben in meinem allgemeinen Zeitintervallfilter aussuchen. Hier könnte ich sagen M15 oder M5 oder wer möchte auch gerne M1, aber das macht eigentlich nicht so viel Sinn. Also nehmen wir mal M15 und da soll eben die Trendrichtung, soll eben ein Aufwärtstrend sein. Also dieser Filter bezieht sich jetzt auf die M15 oben. Und ja, jetzt wären wir quasi schon mal so weit von der Eingrenzung her, dass wir nicht mehr diese ganze Strecke suchen, sondern wir suchen jetzt ab hier, weil ab hier geht ja unser untergeordneter Aufwärtstrend los. Jetzt müssen wir es noch insofern eingrenzen, dass wir sagen, wir wollen jetzt aber auch nur, dass wir vielleicht ja, so in diesem Bereich hier suchen. Und wie wir das machen können, da helfen uns die Trendpunkte einfach weiter, weil wir haben ja hier wieder den Punkt 1, 2, 3, 4, 5 wäre es dann, wenn man weiterzählt. Alles ab 5 wollen wir erstmal nicht haben. Und wir wollen, was wir eigentlich wollen, ist, sobald das nächste Hoch ausgeprägt wird, hätten wir quasi den Punkt 4. Also wenn wir jetzt so ein bisschen drüber sind über den nächsten Hoch, dann hätten wir den Punkt 4, sodass wir quasi sagen können, Anzahl der Trendpunkte für unseren untergeordneten Trend soll quasi der Punkt 4 sein. Und so ja, hätte man sich jetzt alles zusammengepuzzelt, sage ich mal. Okay, da haben wir jetzt leider kein Ergebnis gefunden. Also das heißt im Endeffekt, für alle Kriterien, die wir jetzt angegeben haben, gibt es gerade keinen Markt, der uns das gibt, sozusagen. Also je nachdem, wie komplex solche Screening-Setups sind, kann es eben sein, dass im kompletten Markt gerade nichts gefunden wird. Was man dann immer tun kann, ist, man kann sich dieses Setup auch einfach speichern, indem man hier oben als Filter-Setup einen Namen eingibt und sich das Ganze anlegt. Und dann kann man eben jederzeit später nochmal reinschauen, also indem man dann einfach hier raufklickt. Und was ich schon mal vorbereitet habe, ist quasi, dass wir diese Filter-Setup schon mal angelegt haben für auch den Abwärtstrend, sodass wir quasi die Optionen mit dem Aufwärtstrend einmal umdrehen und nach einem Abwärtstrendbeginn suchen. Das klicke ich mal jetzt hier an.
nehme ich hier noch ja, vielleicht mal die Handels, die Asset-Kategorien mit raus, also dass ich sage, ich will nicht nur im Bereich Forex suchen, sondern ich suche jetzt auf allem, um mal zu gucken. Oder ich schränke es einfach nur nicht ganz so weit ein. Nehmen wir mal deutsche Aktien und vielleicht auch den Index. Also in diesen Asset-Kategorie-Gruppen wird jetzt gesucht. Unser untergeordnetes Zeitintervall ist M15 und den Rest habe ich gerade quasi schon mal erklärt gehabt. Den Filter können wir auch noch rausnehmen. Okay, da finden wir jetzt leider auch nichts. Also es gibt gerade kein Trading-Setup, was, ja, was quasi auf unsere Kriterien zutrifft. Wenn wir in so ein Szenario reinlaufen, dann haben wir auch die Möglichkeit, hier unsere Signale zu aktivieren. Also für jedes Filter-Setup, was wir angelegt haben, dort haben wir quasi die Möglichkeit, wenn wir auf die Glocke klicken, dass wir per E-Mail benachrichtigt werden, sobald wir das Ganze angelegt haben. So, ich habe gerade mal geguckt und zwar habe ich hier so eine E-Mail gerade auch parat und würde die mal kurz öffnen, damit Sie sehen, wie das Ganze aussieht. Und zwar ist es jetzt genau so ein Filter-Setup und das ist diese E-Mail-Benachrichtigung, die ich jetzt bekommen habe. So. Und jetzt können wir uns das Ganze vielleicht hier mal angucken, da wir jetzt gerade kein Live-Setup gefunden haben, aber eventuell ja, so ein Signal quasi, wie das Ganze aussieht. Da wird das ganze Filter-Setup nochmal aufgelistet. Man bekommt auch einen Screenshot. Und was man jetzt in dem Screenshot sieht, ist, das Asset, welches gefunden wurde auf M5 für unser Aufwärtstrend-Einstieg, Filter-Setup, welches wir gerade eben ja, probiert haben und nichts gefunden haben. Und man sieht hier, dass übergeordnet quasi so ein Aufwärtstrend halt besteht. Wenn man das Ganze mal so grob einzeichnet, dann würde das vielleicht so aussehen, ne? Und man kann eben auch sehen, dass hier untergeordnet hier quasi gerade ein neues, ja, neuer Aufwärtstrend entsteht. Also ich kann mal hier schauen, ob wir gleich in dem Asset im MetaTrader nochmal reingucken. Das Ganze wurde mir um 18:37 Uhr zugeschickt und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze einfach mal an, wie sich das entwickelt hat. So, also es war quasi auch in der gleichen Stunde jetzt, vor 20 Minuten habe ich dieses Signal so bekommen. Und man sieht quasi, übergeordnet sind wir auf H1 und wir haben jetzt hier den Aufwärtstrend, der hier losgeht, weil wir haben hier ein tieferes Hoch. Und wir haben jetzt als letzten Punkt unser Tief entsprechend. Und unser Ziel war es ja zu sagen, okay, übergeordnet sind wir im Aufwärtstrend. Untergeordnet wollen wir den Trendbeginn eines Aufwärtstrendes auf dem untergeordneten Zeitintervall. Und das war dann quasi der Zeitpunkt, als das Hoch neu ausgeprägt wurde. Also wir haben jetzt 1, 2, 3 und 4. Und dementsprechend haben wir jetzt diesen Trendbeginn. So, und jetzt wäre als die Frage, wann man hier den Einstieg vollbringen könnte. Was man hier auf M5 zumindest sieht, ist auch so eine kleine Area, die hier öfter mal, also die von beiden Seiten angelaufen wurde. Einmal hier die Tiefs, die hier drin stecken, und einmal hier das Hoch. Meine Herangehensweise hierfür wäre, erstmal vielleicht noch einen Ticken abzuwarten, dass die Distanz sich nochmal leicht erhöht zu dem Widerstand. Und entsprechend könnte man dann schauen, dass man innerhalb des Widerstands, also quasi wenn er eintunkt von oben, dass man dort den Einstieg leistet und den Stop-Loss entsprechend eng setzen könnte unter diesen Tiefs beziehungsweise unter dem Widerstand. Und ja, das wäre jetzt eine Herangehensweise, wenn man eben live im Screening nichts findet, denn man muss sich leider immer durch den Markt, man muss sich immer nach dem Markt richten. Der Markt hat ja nicht dann immer Setups bereit, wenn wir gerade Feierabend machen und zu Hause jetzt anfangen zu traden,
Der Forex Screener ist ja im Endeffekt auch nur ein Tool, was uns dafür hilft, dass wir nicht selber alle Märkte durchstöbern müssen. So. Im Endeffekt müssen wir jetzt nur noch ein paar Knöpfe drücken, die uns dann unsere Trading Setups nach unseren Kriterien den Markt durchsucht. Und somit sparen wir uns dann entsprechend die ganze Arbeit. Okay. Dann sehe ich gerade, ist unsere Zeit auch schon rum. 19 Uhr haben wir es. Ich würde mal kurz schauen, ob wir noch einen Punkt vielleicht in der Folie haben. Den wichtigsten, genau. Hier würde ich nochmal Ihnen ans Herz legen, der Forex Screener ist für Sie kostenlos als Kunde von FX Flat. Sie können einfach auf unsere Webseite gehen, forex-screener.de, oder Sie gehen auf die Webseite von FX Flat und können dort finden, dass Sie den Zugang gratis beantragen können für den Forex Screener. Da erhalten Sie entsprechend auch alle Kurse und alle Assets von FX Flat. Da wir eng verpartnert sind, sind quasi unsere Daten alle aus dem MetaTrader von FX Flat und entsprechend haben Sie Echtzeitkurse von dort. So. Der Worst Case wäre natürlich immer wie bei anderen Screenern, dass man irgendwie ein schönes Setup findet, dann macht man es in den MetaTrader auf und man sieht, bei mir sieht es aber ganz anders aus, ja, weil ich ganz andere Kurse habe. Und die Kurse, die mir jetzt da angezeigt wurden, kommen irgendwie von Yahoo Finance. Und das ist hier natürlich unser großer Vorteil, dass wir eng zusammenarbeiten. Die Kurse und die Anwendung, alles aus einem Guss stammt, sozusagen. Okay, dann hoffe ich, dass Sie heute hier was mitnehmen konnten, dass Sie ein besseres Verständnis für die Trendtheorie aufgebaut haben und dass Sie jetzt vielleicht mit dem Forex Screener auch die Möglichkeit haben, nach Trend-Setups automatisiert zu suchen, beziehungsweise per Knopfdruck zu suchen. Und falls Sie nichts live finden, dann nehmen Sie natürlich die Signale, um sich dann zu benachrichtigen lassen und keine Trading-Setups mehr zu verpassen. Ich bedanke mich recht herzlich für die Teilnehmerschaft und wünsche dann natürlich noch einen schönen Abend und erfolgreiche Trades. Ja, ich danke dir, Manuel. Vielen Dank fürs Webinar. Ich wieder was dazugelernt, wie jedes Mal. Ja, das nächste Mal sehen wir uns im November, dann am 17. Dann tatsächlich mal auf einem Donnerstag. Und ja, von daher, das neue Thema kommt, werden die Teilnehmer per E-Mail darüber informiert, was das nächste Thema sein wird. Und von daher habe ich nichts hinzuzufügen. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf und vor allem auf die Position. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.